Was mir wichtig ist, ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Looking quietly fits right in. Clever and loved by everyone. You could almost build your home around it. The new Samsung washing machine WW9000. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Asics Muscle Support. The Sport Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5. Das ist die Sportshow vom 16. Juli 2014. Grüß mich dann ganz herzlich willkommen. Es ist der Tag 3 nach der Fußballweltmeisterschaft. Was mir so ist gegangen, Mandy ziehst du an, Boldi. Was macht man jetzt? Sollte man doch den Köder wieder mal raus tun? Man sollte freundliche Gespräche führen. Mit der Freundin, mit der Frau. Vor allem mal schauen, ist sie überhaupt noch da? Hat sie die WM überlebt? Der Vorteil heute Abend ist, es gibt wieder eine Ausrede. Es gibt wieder einen fixen Sporttermin, selbstverständlich am Mittwochabend, am 7. Uhr mit der Sportshow, wo allerhand Themen parat hat. Wir reden über Fußball, wir reden über Achtung, Eishockey. Genau. Weil nach der WM ist eigentlich vor der Super League, aber WM-technisch muss ich natürlich noch etwas auflösen vom letzten Mann. Ein Mann, ein Wort. Oh, ich habe es vergessen. Hey. Ja, man hätte es fast vergessen. Letzte Woche, ich habe gesagt, ein Ding der Unmöglichkeit, Holland Weltmeister oder kommt auf alle Fälle weiter, ist nicht passiert. Stefan, Olde, in allen Ehren. Merci vielmals. Der Olde hat ja gesagt, ich möchte 50 Stutz auf Holland als Weltmeister. Und jedem, was er erzählt hat, gesagt, du hättest erhöhen auf 500 Stutz. Und weißt du, was schlimmer ist? Ich wäre es eingegangen. Apropos eingegangen sind. Natürlich. Wenn ich 1000 gesagt habe? Pass mal auf. Die nächste Wette kommt, die nächsten Gäste kommen auf alle Fälle an. Für das Thema Fußball und Hockey kommen heute die beiden, Damen und Herren. Und zwar haben wir den Marcel Rohr, den Sportchef von der Basler Zeitung, der hier umgeschrieben ist. Und dann die Olympia-Bronzemedaille-Gewinnerin im Eishockey und MVP Florence Schelling wird hier noch gerade ein bisschen glänzend, poliert, geschliffen. Und das ist auch noch ein Thema, das wir anschauen. Sie sieht hier schon super aus, musst du dann anschauen. Da zwischen uns. Falsche Sportart mit einer Maske, oder? Muss man das leider sagen? Leider.
Wir haben allerhand Themen, haben wir gesehen, für euch parat gemacht. Wir haben auch heute wieder ins Netz geschaut, Aldi. Was bewegt die Welt, was bewegt die Schweiz, was bewegt Deutschland? Vor allem, was bewegt Deutschland? Auch Tag 3, wie du gesagt hast, nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist vorbei, Deutschland ist Weltmeister, aber der Empfang, den es gestern gegeben hat, beim Brandenburger Tor. Wie viele Leute waren es, die dort Schlangen gestanden sind? 400'000, ich gebe es zu. Ich habe die Deutschen nicht immer sehr lieb gehabt. Und plötzlich ertappt man sich dabei, mit diesen Spielern, mit dieser euphorischen Stimmung, gestern 400'000 unter dem Brandenburger Tor auf einer Fernmeile, wie man plötzlich ein bisschen Fan wird. Das ist für den Stefan ein Ding. Aber ich möchte es nicht dagegen arbeiten. Aber es sind geile Siege. Extrem cool gewesen, mit dem Sieger fliegen da über die ganze Menschenmenge. Und auch die Leute unten haben gesagt, dass die überaus drüber geflogen sind. Ein unglaubliches Gefühl. Und ganz ehrlich, da merkt man, wir sind im Jahr 2014. Alles ist ein Happening, alles ist eine Show und sie haben eine riesen Show geboten. Absolut, sie sind die puren Entertainer. Ich habe mich probiert, so die Lage zu versetzen. Oder wie ist das, wenn du 36 Stunden Party-Marathon hast gemacht, fast nichts geschlafen hast? Zu wenig Schlaf ist ein bisschen wie besoffen sein im Kopf, oder? So ein bisschen, kannst du es noch aufnehmen überhaupt? Ja, oder wie nutzt du überhaupt die Zeit im Flug? Ich glaube, bei den Deutschen war es so eine Kombination von beidem. Ein bisschen übernachtet, oder? Wie? Der ist auch ein bisschen gepfuset, oder? Ja, auf alle Fälle. Wieso sieht man es nicht? Ich weiß nicht. Ein Schweizer war auch dabei, gewesen, der Pokal durfte haben, nämlich einer der Pilotencrew. Ist ein Schweizer. Also hat er alle irgendwie dabei, gewesen, ja. Oder? Und wir wollen noch mal zurückschauen, besser gesagt, darauf schauen, was heute zu reden geht. Weil es hat eben doch leider so einen schalen Beigeschmack gehabt, was sich da die deutschen Spieler haben einfallen lassen. Beim Flug von Brasilien wieder zurück auf Deutschland nach Berlin. Und zwar Bild.de. Die hat das geschrieben: Voll daneben unsere Gaucho-Tänzer in Argentinien als Nazis beschimpft. Steff, bitte hilf mir kurz, was war gestern schlimm? Ja, sie sind auf die Bühne gekommen nach den WGs, die sie hatten, in diesen Häusern in Brasilien. Und da haben sich ein paar Spieler, oder die meisten, etwas einfallen. Und eine Gruppe von Spielern rund um Miro Klose herum ist so auf die Bühne gekommen. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Also, haben Weisenfeller, Schürrle, Mustafi ist da dabei, Klose, Götze, Toni Kroos. Die haben sich ein bisschen lächerlich gemacht über Gauchos. Und das kommt jetzt bei den Gauchos ganz schlecht an. Aber auch bei deutschen Journalisten sagen, das ist der hässliche Deutsche, wie man eben kennt. Das ist überheblich, das ist rassistisch. Was ist denn daran schlimm? Also ich meine, sorry, wenn man gewinnt, hat man Freude. Wenn man verloren hat, tut einem alles weh. Aber warum tun die Argentinier so billig? Die deutschen Journalisten stören sich fast am meisten dran. Fast am meisten. Und die Argentinier sind aber auch ein bisschen getöpft. Was ich persönlich nicht verstehen kann, wenn man überlegt, nachdem Brasilien im Halbfinale rausgefallen ist, Argentinien im Finale gestanden ist, was haben sie gemacht? Einen neuen WM-Song, habe ich auch noch ganz lustig gefunden. Sie hat noch gerade die Jesus-Statue vom Zuckerhut irgendwie über die Masse getragen. Also dürfen wir irgendwie, wenn man den Stein rührt, selber irgendwie? Es ist definitiv über Grenzen gegangen. Aber nein, einen Tweet haben wir gefunden, wo dem sich, oder der hat sich das Ganze so ein bisschen angenommen und hat es überspitzt wiedergegeben. Ja, es ist nämlich offiziell gibt es nämlich ab sofort kein Finalverlierer mehr, nur noch einen zweiten Sieger. Der Jogi Löw wird aus politischen Gründen auf Angriff über rechts verzichten. Vor jedem Foul wird man sich bei jedem Gegenspieler schon vorab entschuldigen. Und für alle Veganer heisst Bastian Schweinsteiger ab sofort nur noch Bastian Zucchini Steiger. Also da hat man sich etwas eingefallen, sehr, sehr schön. Also wir merken, da ist man doch ein bisschen dünnhütig. Da haben die Journalisten ja, etwas gesucht und easy etwas gefunden, wo halb so heiß ist, ja. Wie sie es da essen. Wir bleiben in Deutschland, wenn wir schon von Fußball reden. In Deutschland, der Schweizer Fußballer ist selbstverständlich engagiert bei Bayern München. Der Xherdan Shaqiri, der dort engagiert ist, wo ja schon vorher vor der WM gesehen hat, die Bayern-Verantwortlichen, die wissen, ich muss mehr spielen. Und ich habe das auch ein bisschen klar gemacht. Und heute liest man Folgendes bei Watson. Nämlich, jetzt geht es so richtig in Infighter. Xherdan Shaqiri lädt sich also an mit dem Sportchef von den Bayern. Jetzt überlegt er sich vielleicht, warum, was hat er denn gemacht? Ganz einfach, er hat ein bisschen zwitschert. Auf Twitter hat er nämlich ganz klar gesagt, ich lebe im Jetzt und nicht in der Zukunft. Also, er tut sich schon ein bisschen auf sehr, sehr dünnes Eis begeben. Das muss man erklären. Der Sammer hat gesagt, der Shaqiri soll mal die Füße still haben. Der Shaqiri wird sicher nicht verkauft, weil die Zukunft wird ihm gehören bei Bayern München. Darum
tut der Shakiri schreiben, die Zukunft interessiert mich nicht, ich lebe in der Gegenwart. Solltest du aber nicht wirklich machen, oder? Der grosse FC Bayern München, da beim Sommer, ein bisschen stücken, ein bisschen stipfeln. Es wird an Angebot nicht fehlen, aber... Definitiv der falsche Weg, sich mit den Bayern anzulegen. Ja. Da kannst du heissen, wie du willst. Ein Bayern-Spieler, der bei Holland war, für Holland, der fliegende Holländer, Arjen Robben, selbstverständlich, der ist in der Ferien. Jetzt könnte man meinen, so in der Ferien ist Mode nicht so wichtig am Strand, aber er beweist das Gegenteil. Es ist schwer, in schöne Mode zu zeigen, und er beweist, dass der Partnerlook ist wieder da. Also Arjen Robben da mit seinem Sohnemann, und dass das System hat, das Ganze, okay. Zufall ist, zeigt das Bild hier. Also, wieder im gleichen Look. Ich muss sagen, zwei prima Ballerinas, nicht, die hier am Sand entlang schleichen. Der Sohn ist etwa gleich breit, schon. Sehr ja. Schön. Also, einen, den wir an dieser Stelle müssen ausgraben müssen, er ist aus dem letzten Jahr, aber spätestens nach der Äußerung oder Mario Götze gemacht. Diese WM war hart und sie war geil. Oh. Muss man das Bild vom letzten Sommer vornehmen. Ja, danke vielmals. Also, weiss nicht mehr, letzten Sommer war das überall sicht- und sehbar. Willst du so abgeschossen werden von einem Paparazzi? Ich weiss nicht, ob du abgeschossen werden willst, aber ich weiss, was wir jetzt definitiv mal begraben, weil die WM ist vorbei. Wir haben es genossen, wir haben Freude gehabt, wir haben gejubelt, wir haben gerannt. Aber also, jetzt für vier Jahre. Bis in vier Jahre, gell? Steff. Probier das mal. Er wird sich wehren, aber das geht schon. Und wir kommen jetzt eben weg von der WM noch zu einem letzten Tweet, den wir gefunden haben, zu einer letzten Meldung von Watson, besser gesagt. Da hat man sich getroffen auf dem Jungfraujoch. Und zwar die Sportart von Roger Federer auf dem Lieblingsbelag von der Lindsay Vonn. Auf 3450 Meter ist da ein Schocke-Shop eröffnet worden. Und wer die Sponsoren von Roger Federer kennt, weiß natürlich, was es da gegeben hat. Ich glaube, Sieg oder Niederlage war nicht so wichtig, wie dass man sich nicht verkältet hat. Unfassbare Promotion, die da einer von seinen Sponsoren macht. Hat sie angekündigt via Skype, hat mit Lindsay Vonn skypet und sie aufgefordert zu dieser Challenge. Und dann hat man die Freundin von Tiger Woods schnell in die Schweiz eingeflogen, für die paar Minuten Tennis spielen. Why not? Und warum auch nicht? Ein Club wechseln, ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Transfergerüchte streuen. Wir kommen zu den weiteren News vom heutigen Tag und haben hier den Fiala, der ab sofort ein Raubtier ist. Der 17-jährige Kevin Fiala unterschreibt für 3 Jahre beim NHL-Club Nashville Predators und wird somit auch Teamkollege von Roman Josi. Der Sefolosha dafür, der wird ein anderes Raubtier, ein Falken. Der Thabo Sefolosha spielt ab sofort bei den Atlanta Hawks und das lohnt sich auch finanziell. Es gibt 10 Millionen für 3 Jahre. Und mal ganz ehrlich, im Vergleich zu dem her, der jetzt kommt, ist das gar nichts. Der Nico Rosberg sammelt bei Mercedes richtig ab. Das Ross bleibt zwar im gewohnten Stall, aber das Heu wird dafür wirklich zu Gold. Nicht weniger als 67 Millionen Franken gibt es für 3 Jahre bei den Silberpfeil. Oh, wir haben noch weiteren Vertrag. Die alte Dame überkommt einen neuen Mann. Der Massimiliano Allegri wird neuer Trainer von Juventus Turin. Und er schreibt für 2 Jahre. Und ob er sein Geld wert ist, das wird sich Ende Saison zeigen. Wer weiß, vielleicht sogar ein bisschen früher. Weiterhin auf den ganz grossen Batzen warten muss die Frau. Stefanie Vögele ist nämlich beim WTA-Turnier in Istanbul gegen Jelena Svitolina im Achtelfinal ausgeschieden. Das Meldungen vom Tag. Du sag mal, das Ross bleibt im gleichen Stall, das Heu wird so gut. Poetisch nicht. Was nimmst du von dieser Sendung? Ich weiss nicht, was ich nehme, aber ich glaube, ich nehme mehr davon. Nimm mehr. Prost. Nimm mehr von dem. Mhm. Wir gehen weg von diesen Sportnews vom Tag her zu einem, der vor ein paar Wochen ist da war, der Dominik Egeter. Für die, die ihn nicht so gut kennen, das ist der Töffelbuch, oder? Das sind da die Sackgeldverdunsterli. Zuckerwassermotörli. Mit den Zuckerwassermotörli. Und der Dominik Egeter hat vor ein paar Wochen bei uns ja gesehen, nach einem Podestplatz, den er zuerst mal eingefahren hat, der erste Sieg ist in dieser Saison fällig. Haben wir gefunden. Du vor allem. Also du hast jetzt, etwas, du hast ja eher, sag jetzt mal, auch vor der Saison und auch während der bisherigen Rennen immer eher so gedacht, Tom Lüthi, mehr Erfahrung, mehr können, du traust ihm mehr zu. Besserer Fahrer? Kann man sagen, stehst du dazu? Besserer Fahrer? Ich glaube immer noch besserer Fahrer, aber sein Töff ist einfach zu wenig gut. Vielleicht ist der Tom halt einfach einer von denen, der nicht bescheisst. Wer weiß? Bescheissen? Ach, bei den Motoren, die alle gleich sein sollen, habe ich hier und da gehört, dass mit ein paar guten Schraubenzügen kann ist, man da... Wirklich? Ist das so? Das ist Elektronik und alles, aber wir wollen da kein Gerücht streuen. Wir sind ja nicht irgendwelche Kolumnisten in Zeitungen. Wir bleiben bei den harten Fakten. Und zwar, dass der Domi sein erstes Rennen gewonnen hat. Eigentlich unglaublich, auf dem Sachsenring. Übrigens, das beste Rennen, hat er gesagt, schon vor der Saison. Weißt du, warum? Sein Lieblingsrennen? Ja. Warum?
Weil da hat die besten, geilsten Fans, hat er gesagt, die meisten Schweizer Fahnen, die haben halt einen kurzen Weg. Ist natürlich oder? Nicht allzu weit. Ja. Gut, es war ein harter und langer Weg für Dominik Gegeder zu diesem ersten GP-Sieg. Viel Hürden müssen nehmen. Ja, wir haben dort auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Schützenhilfe geleistet. Wir haben einen Aufbaugegner zur Seite gestellt. Mental einen, wo wir ein Casting gemacht haben und wir haben gefunden, wer fährt schlechter Trottinette als der Oldie. Wir haben niemanden gefunden, darum mussten wir den Oldie selber machen. Nach gefühlten 10 cm hat es ihn abgelegt. Weißt, Stefan, man muss dazu sagen, das Achtung, macht jetzt schon Schule, oder? Ich bin jetzt der gefragteste Mental- und Motivationscoach der Welt. Alle erfolglosen Sportler haben sich jetzt schon bei mir beworben und angemeldet. Und gegen mich. Genau. Tiger Woods. Und alle zusammen, Fabian Cancellara, um gegen mich eine Challenge zu gewinnen, natürlich. Und so motiviert sie und selbstsicher zu sein. Ja, aber selbstsicher war er, gewonnen hat er. Und endlich ist es Fakt. Und jetzt ist er auch bei uns am Telefon, der Domi Egeter. Wir gratulieren natürlich herzlich, Domi. Schöne Zeit, um mit uns kurz zu telefonieren. Und wenn natürlich wissen, erste GP-Sieg, was hat das für eine Bedeutung für dich? Ja, hallo zusammen. Ja, ist natürlich mega geil. Jetzt nach den 8 Jahren WM zu fahren, das erste Mal den ersten Sieg zu holen, ist einfach mega geil. Mega geil, kann man so sagen. Mega geil auch, dass mit deiner Nummer 77 und beim genau 77. Moto2-Rennen ausgerechnet der erste Sieg kommt. Mal ganz ehrlich, hast du das vor dem Rennen gewusst oder überhaupt realisiert? Ja, ich habe es vorher wirklich noch nicht gewusst. Ich habe am Samstag die erste Pole Position auch geholt. Und am Sonntag nach dem Rennen haben die Journalisten gesagt, ja, es war dein 77. Rennen gewesen. Und ja, mit meiner Startnummer 77 und mit Glückszahl 7 ist natürlich das irgendwie ein gutes Omen. Und ja, hoffe natürlich jetzt, ich muss nicht noch in 77 Rennen warten, bis ich das nächste Rennen gewinne. Gut, Domi, ehrlich muss ich sein, oder? Ich hoffe, es geht nicht so lange bis zum nächsten Sieg. Aber ein bisschen von deinem ersten GP-Sieg nehme ich natürlich auch ein Stückchen von dem Kuchen, weil du musst ehrlich sein. Ende Mai, wo du bei uns warst, der Sportshow, da bei dieser Battle, wo ich dich gewinnen lasse, das war die perfekte Motivation, das hast du gebraucht, oder? Ja, genau. Also, wir haben dort mit dem Trottinett gefightet, die alles gegeben. Ich habe den Sieg den Tier schon feiern und ja, die Sendung hat mega Spass gemacht und ja, du hast mir natürlich mental sehr viel geholfen. Wir hoffen natürlich, dich wieder mal in der Sendung dürfen zu begrüßen. Und Domi, ganz ehrlich, abschließend, danke, hast du Zeit gehabt nochmal, aber ich wollte eine Revanche, okay? Ja, also ich glaube nicht, dass du Revanche bekommst schon, aber gewinnen wir sicher nicht, wir werden super auf das trainieren. Und ja, du hast viel riskiert, bist umgekehrt und ich glaube, du brauchst immer jedes Jahr wieder eine Revanche, aber wirst du es gleich nicht schaffen gegen mich, bin ich stark. Ich wünsche mich noch schön oben. Tschüss. Ich nehme dich beim Wort, danke vielmals, Domi Egeter. Steff, klingst du wieder ein? Seid ihr fertig? Wir sind fertig. Leck, machen wir weiter. Dörf fahren. Also, gut. Mm. So. Ja. Ist gut. Dörf fahren erledigt. Wir kommen gerade zum nächsten Thema. Zuerst wollen wir euch nochmal sagen, wer ist denn gleich bei uns da in der Sportshow? Die Fußball-WM ist vorbei. Jetzt rollt der Ball wieder in die Super League. Ich bin Marcel Rohr und nachher gerade Gast in der Sportshow. So, auf den freue ich mich. Die meisten Printjournalisten können sich hinter dem Laptop verstecken, dann kannst du irgendetwas schreiben, kannst du reinhauen. Und am nächsten Tag, wenn sie genau die Trainer spielen sehen, was sie gegen sie geschrieben haben, sagen sie: «Salü, wie geht's?» ja. Der Mann, der zu uns kommt, der sagt doch mal vor der Kamera, was er denkt. Eine gleiche Art Mensch ist, glaube ich, der Juri Podlatschikow, darf man auch so sagen. Dass er sagt, was er denkt? Er sagt auch immer, was er denkt. Und er hat ja auch gesagt, er will in Russland, er will in Sochi Olympiasieger werden in der Halfpipe, hätte tatsächlich der Übersnowboarder, der Sean White, können schlagen und Juri Podlatschikow, der sich also im Jahr 2014 hat Olympiagold können sichern. Jetzt sind andere Snowboarder und Skifahrer ja schon langsam wieder in Richtung Gletscher unterwegs und gehen trainieren. Nicht so der iPod.
Coole Sache, der iPod scheint wirklich beliebt bei den Kids, oder? Absolut. Ist das jetzt gewesen? Kann man noch davon profitieren? Und ich muss sagen, ich würde mir ausbrechen. So? Dort wahrscheinlich, oder? Und wenn du dort umgehst, ist nicht wie im Schnee, dann tut es so richtig weh. Und liebe Kids, wenn ihr findet, ich möchte auch mal mit dem Olympiasieger, mit dem Juri Podlatschikow skaten, dann müsst ihr euch nicht anmelden, sondern ihr könnt einfach an die Ortschaften hergehen, könnt euch informieren im Internet, Juri and the Kids Tour. Sie sind in Sarnen, in Neffels, St. Gallen und am Sonntag sind sie dann auch noch in Zürich zum Abschluss dieser Tour. Und wie gesagt, du musst dich nicht anmelden, du kannst mit dem Skateboard einfach dorthin gehen. Weißt du was, Steph? Ich glaube, am 20. ich gehe einfach mal vorbei. Wenn sie da in Zürich sind, mal schauen. Also wenn ich nächste Woche nicht da bin, dann... Dann gehst du skaten. Ich weiss schon, wie es aussieht. Ihr mögt euch erinnern, vor ein paar Minuten, wo wir Trotti nicht fahren gesehen haben. Ja, aber nimm eine Kamera mit. Warum nicht? Warum nicht? Wir mach ich freuen uns. Also, wir reden jetzt gerade über Fußball. Die Superliga geht nämlich los. Die WM haben wir ja mit dem Pokal optisch nicht beerdigt, aber ich kauere da. Und die Superliga steht unmittelbar vor der Tür. Und darum ist der Marcel Rohr ein paar Minuten bei uns mit dem Thema Raiffeisen Superliga. Bis gerade. The Sports Show, presented by Samsung. Was mir wichtig ist, ein Team, das man stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sports Show, presented by Samsung. Sonst kann man seine Meinung in der Basler Zeitung lesen. Jetzt fühlt er sich bei uns wohl. Wir haben das Gesicht dazu. Und die direkten Aussagen von der Basler Zeitung, der Marcel Rohr. Hallo zusammen, willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Marcel, ich möchte noch mal in dieser Wunde gehen. Du bist jetzt reingekommen, hast gesagt, ein 50er auf Holland, das musste ich machen, oder? Ja, ich habe anders angefangen. Ich habe gesagt, ich komme immer wieder gerne hier auf Zürich und ich komme speziell gerne zu euch in die Sendung. Ihr habt beide so spektakuläre Frisuren, grossartig. Da kann ich leider nicht ganz mithalten. Wenn du schon schlecht bist, dann sind wir zu den Holländern gekommen und ich kann mir so sagen, 50er auf Holland setzen. Nein, look, das also zuerst mal, Marcel, kann ich sagen, wenn du ein bisschen früher kommst, haben wir noch ein bisschen länger Zeit in die Maske für dich. Das haben wir noch mit
sogar noch etwas machen. Okay. Und mit Holland. Du musst sehen, ich kann Spanien, Chile, Apuin. Ja, okay. Ich habe Schweiz, Honduras. Also, okay. Also komm, redet ihr mal. Schwieriges Thema. Vermutlich geht er nachher auf Holland in die Ferien. Ist egal. Mit einem Wohnwagen. Hast du mit dem Wohnwagen gekommen? Ja. Okay. Also, Sportchef von der Basler Zeitung. Wir schauen gerne ein bisschen zurück mit den Gästen, die wir hier haben. Wie hat es bei dir angefangen als Journalist? Radiomoderatoren sagen, ich habe schon daheim moderiert. In dem Fall hast du schon als kleiner Bub. Als Aktive habe ich in der Drittliga Matchbericht geschrieben über meine Teamkollegen, die mit so mir früh, auf dem Platz gestanden sind. Da bin ich irgendwie 17, 16 gewesen und habe alle gerade mal in die Pfanne gehauen. Und du bist der Einzige, der ist gut weggekommen. Ich bin immer gut weggekommen, genau. Und dann hat mal nach dem zweiten Matchbericht der Trainer gesagt, du solltest vielleicht ein bisschen neutraler sein und das nicht so. Weißt du, sonst haben wir hier Lampen in der Mannschaft, oder? Das hat mich aber nicht weiter gestört und ich habe einfach dort in der Regionalzeitung angefangen mit dem ersten Matchbericht Ende 80er. Und tatsächlich, alle hast du ein bisschen schlecht geschrieben, außer dich. Das erinnert mich an einen Goalie von Das erinnert mich an eine Geschichte von einem FCB-Goalie, der im Forum schlecht ist weggekommen. Nur einer hat nicht mehr gelobt und das sei schlussendlich auch selber gewesen. Ja, so weit ist es bei mir nicht ganz gegangen. Ich würde nie freiwillig ins Goal stehen. Dort hat es dann angefangen. Und ich bin mal kurz beim Radio gsi, habe gemerkt, das ist nicht mein Medium, ich will nicht schwätzen, so einfach und dann irgendwie so on air. Hat mir nicht gefallen. Schreiben gefällt mir natürlich viel besser und Fernsehen finde ich natürlich super. Vor allem mit euch zwei ist grossartig. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt musst du den Bogen wieder bekommen, von wegen, nein, weißt du, reden und so, tun nicht gerne. Aber sag mir, ich habe vorhin eine Behauptung aufgestellt. Ja. Printjournalisten, die hocken hinter ihrem Computer und können Trainer, Spieler, Clubs ein bisschen kaputt schreiben. Am nächsten Tag erlebt man sie etwa die, dass sie nach Frieden, Freude, Eierkuchen bei diesen Trainern und Spielern ankommen. Hat es etwas? Ein bisschen. Also, es gibt viele sogenannte Schreibtischtäter, die immer weniger rausgehen, die nicht mit Trainings gehen, die sich zum Teil den Leuten nicht stellen. Also, die zum Beispiel sehr gut können, kritisieren können, aber am anderen Tag nicht anstehen. Und ich sage immer, wenn du kannst kritisieren kannst, musst du auch anstehen und dem Dialog dich stellen. Und wenn du das machst, dann hast du eigentlich im Großen und Ganzen kein Problem. Was nicht schlecht ist, ist, wenn du das, was du schreibst, stimmt. Das hat einen gewissen Vorteil. Ja, reden wir über die Raiffeisen Super League, die Samstag endlich losgeht. Irgendwie hat man die WM noch gar nicht so richtig weggetan. Jetzt geht es los mit der Raiffeisen Super League. Und ja, der Weg wird über FC Basel führen beim Meistertitel. Und wir nehmen die Top 3 Clubs, sagen wir jetzt mal Basel, GC, IB, ein bisschen genauer unter die Lupe. Wir schauen, was sich da in Sachen Transfers beim FC Basel. Wichtige Abgänge, Valentin Stocker, Jan Sommer. Aber gerade im Goal hat die sportliche Leitung vom FC Basel einen richtig guten Mann geholt. Nämlich der Thomas Watzlik. Man sagt, er wird mal der Nachfolger bei der tschechischen Nazi von Peter Cech. Wie gut ist der Mann, Marcel? Die Frage möchte ich gerade beantworten. Ich bin ein bisschen irritiert, wenn du sagst, drei Spitzenklubs. Irgendwas hast du gesagt, GC, IB, Basel. Ich würde sagen, sagen wir bei drei Spitzenklubs Basel, Basel, Basel. Es gibt nichts anderes. Ich garantiere oder ich prophezeie 10 bis 15 Punkte Vorsprung Meister. Sie haben weit und breit keine Konkurrenz. Hast du das Schreibe? Also nicht drei Top-Teams nennen, einen Top-Teams und alle anderen hinten dran. Sorry. Ich glaube, ich nehme das schnell. Also du würdest eine Wette eingehen, gell? Der 50er, willst du nochmal einen 50er verlieren? Dann willst du schon wieder einen 50er verlieren. Er hat gesagt, ich kann mich auf einen 1000er und wir sollen nicht überrascht sein. Nein, wir bleiben bescheiden. Ich liege ja manchmal auch falsch, so ist es ja nicht. Ein 50er gegen Basel. Aber nur auf Meister ist langweilig. Wir sagen dann, wenn schon mit 10 Punkten Vorsprung Meister. Nein, 10 Punkte Vorsprung. 10 Punkte für 10 Punkte. Das würde ich jetzt hier den 50er legen, gerade hier an. Wenn wir nicht das Portemonnaie in der Kabine... Weißt du, dann machen wir es so. Okay. Gegen dein letztes Angebot. Du gehst auf Basel und ich sage, IB wird es. Einer von uns beiden. Das ist schon eingegangen. Okay, ist gut. Also, machen wir. Machen wir. Das Problem. Super. Sensationell. Das Problem. Ich werde noch bankrott hier. Schwergewichtige Abgänge, die man hat mit Stocker und Sommer, hat man sie genügend können kompensieren. Ich denke jetzt gerade an Gashi, den man hat geholt. Also du hast gefragt wegen Watschlik, ganz kurz. Über 2 Millionen kostet. Den hat man aus einem Vertrag rausgekauft. Der Sportchef ist etwa 2 oder 3 Mal auf Prag gereist, um den dort rauszureissen aus dem Vertrag. Sie haben ihn unbedingt wählen. Sie haben keinen aus der Schweiz wählen, keinen Goli, auch nicht der Roman Bürki. Da haben sie natürlich schon mal darüber diskutiert, aber haben sie gemerkt, die Geschichte wird irgendwie kompliziert und zu teuer. Und der Watschlik, der gilt natürlich als Versprechen. Ist nicht so ein Kasten, ist ein bisschen grösser als der Jan Sommer. Aber mir ist jetzt mal berichtet worden, dass im Trainingslager unglaubliche Reflexe auf der Linie. Das offenbar ist wirklich ein Versprechen, aber geben dem Buben ein bisschen Zeit. Auch der wird sich mal der einen oder anderen Flanke wieder unterlaufen. Ist halt einfach so, der Jan Hommer, der Jan hat natürlich die Messlatte unheimlich hoch
komplett dem FCB. Und sonst hätte man alle Lücken können schliessen, die sie entstanden? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Der Wally Stocker am linken Flügel ist durch einen riesen Verlust. Da hat man jetzt den Kakitani gekauft aus Japan. Das ist ein absoluter Star in der Heimat dort. Hat wahnsinnig viel Goal geschossen, ein polyvalenter Spieler. Und dann hat man ja noch den Herr Gashi gekauft vom Niederhasli vom Campus. Und das ist natürlich etwas, was Zürich wehtut. Das ist ganz klar, weil das macht immer doppelt weh, wenn man ja Konkurrenz dort schwächen, oder? Und wegen dem sind sie in Basel natürlich sehr, sehr, sehr euphorisch. Vor allem, weil natürlich der Trainer gewechselt hat. Du sprichst es gerade an. Nach dem Muriakin jetzt der Sosa. Ja. Ist der Trainer der Star vom Team jetzt? Entschuldigung? Ist der Trainer jetzt neu der Star vom Team? Oder also der Muri ist ja auch ein Star, was den Glamour und den Glitzerfaktor betrifft. Er geht ja gerne, er gibt sich ja gerne so öffentlich präsentiert. Das kann der Muri auch gut. Er ist ja immer sehr smart und so. Der Paula Sosa kommt ein bisschen hemdsärmeliger daher, so ein bisschen mit dem Traineranzug und so. Sehr smart, aber klar, da hat man eine grosse Nummer verpflichtet. Also der Mann hat ja bei ganz grossen Clubs auch gespielt, noch einfach mehr als der Muri. Mhm. Und der erste Eindruck, muss man sagen, sehr gut, sehr positiv. Ein bisschen unnahbar, ein bisschen unterkühlt, aber ich glaube, was du sagst, das könnte, wenn es ein Problem könnte geben, ist vielleicht eben, dass der Trainer der Star ist und nicht die Mannschaft der Star ist. Ja, und wir wollten ja auch wissen, könnte es echt sein, oder wie lange geht es, bis wir von ihm fließendes Deutsch hören? Es war heute bei der Pressekonferenz, nämlich, wo man den Sosa gefragt hat, ja, wie weit ist sein erstes deutsches Interview echt noch weg? Far away. I'm real and clear, honest, far away. First of all, because I don't start it, I don't have time yet to that. Then my thought is to introduce a new language with specific words relating my work, you know, my professional work, and then it will become, you know, the to build it up sentence. Because if it's not, it's too. Then it will be confused for me. It will be confused for my players. Er sagt, er wollte einzelne deutsche Wörter einbauen und zu Sätze bilden. Ich hatte dann einen Vorschlag. Giri, das war Penalti. Danke, wiederbekommen Basel und etwas können Sie degen. Auswechseln. Also die Prophezeiung von mir ist, ich werde aber kein 50er, der wird keine einzige Pressekonferenz auf Deutsch geben. Nein, das ist klar. Nein, das ist der Thorsten Fink schon vor 5 Jahren jetzt geheißen. Alle Spieler in Deutschkurs, die nicht Deutsch können, Quatsch mit so. Das hat nicht funktioniert. Nein, wenn die Match haben und die Saison läuft, dann kommt dann noch keiner. Und red, wie der Schnabel gewachsen ist. Hier haben wir eine GC-Gruppe da nebenan. Also rein optisch, oder? Weissblau. Gehen wir doch auf den Campus Niederhasli. Ja. In eine kleine Krise. Oder? Der Präsident der Dose weg, dann der Medienchef weg, der Adi Fetscherin, dann der Sportchef weg, der Rapic. Was ist dort genau los bei GC? Wie einfach ist es, sich dort zu arbeiten? Ja, das ist ein bisschen zerstritten alles dort. Die haben Probleme gehabt. Der Adrian Fetscherin ist ein wahnsinnig ehrgeiziger Kollege, der halt hat in den Vorstand reindrücken. Das hat man ihm nicht erlaubt. Der andere Dose hat keine Sponsoren gebracht und der hat überhaupt nichts gebracht. Da haben alle entsetzt gedacht, was macht der den ganzen Tag? Der hat ja einen wahnsinnig tollen Namen und hat auch ein schönes Honorar kassiert, aber leider ist nichts gekommen. Auf der finanziellen Ebene hat man die Notbremse gezogen, wie es halt so gibt, ist im Fußball. Und jetzt kommt das ein bisschen so zersplittert daher, irgendwie so ein bisschen so eher Auflösungsstimmung als Aufbruchstimmung. Und auch wenn man so die Mannschaft anschaut, viele Spieler weg, also ich glaube, es wird auch wieder eine schwierige Saison, kann ich mir vorstellen. Wieder eine schwierige Saison. Gut, wobei ich muss sagen, die letzten 2 Jahre haben sie es toll angebracht. Absolut. Nein, jetzt müssen wir nicht klein reden. Sie haben so angefangen und haben etwas gebracht. Skibbe ist offenbar einer, der die Mannschaft hinter sich hat. Die Spieler hören auf ihn. So Saladic und so, hat er einen guten Draht zu ihnen. Dort mit ein bisschen Taktik besprechen, das haben die Spieler gerne. Und das macht er gut. Und wir haben den Vertrag vorzeitig verlängern mit dem Skibbe. Da sprichst du es an, geht genau. Es immer wieder müssen Abgänge verkraften. Jetzt natürlich auch mit dem Gashi, den man auf Basel verkauft hat. Dann der Roman Bürki, wo ebenfalls eben weg ist. Und als neuer Mann hat man sich irgendwie eine schwierige Situation an Bord gehabt. Nämlich ein Mann, der bei Luzern ist zum Teufel gehört wurde, kann man sagen. Der Benegger sieht der Mahmoud Karaba, ein wahnsinnig talentierter ägyptischer Spieler, spielt in der U20 von Ägypten. Unglaublich gute Matches gemacht. Aber der Benegger sagt, er hat sich in Luzern wichtiger genommen als die ganze Clubgeschichte. Weißt du, was dort ist passiert? Das ist ja so. Da sind alle froh zu sehen, dass er weg ist. Weil das ist eine Nervensage. weil ein junger Spieler, der nicht los, wenn man ihm einmal sagt, geht es noch, wenn man es zweimal. Das ist wie ein junger Hund daheim, oder? Wo immer die Schuhe verkatscht oder den Vorhang abreißt oder in den Ecken seicht. Das stört einfach irgendwann. Wenn man es mal so und so viel gemacht hat, immer wieder wiederholen und der Spieler lernt nichts daraus, wird es einfach schwierig. Und irgendwann haben sie gesagt, es ist genug, jetzt, so geht es nicht. Und der Spieler hat sich ein bisschen überschätzt.
Und jetzt bei GC ist man jetzt der Meinung, dass man ihn anbringt. Das ist vielleicht möglich. Aber ein hochtalentierter. Und hochtalentierter hat man diese Woche auch noch einen geholt. Nämlich einen, der mit Mario Götze in der deutschen Nationalmannschaft vor 6-7 Jahren zusammengespielt hat. Alexander Merkel war bei der AC Milan, hat dort Champions League Einsatz gehabt. Eben ein hochtalentierter junger Mann. Da sieht man ihn neben Mario Götze. Was ist der Merkel? Für ja, da hat man mal gemeint, das könnte eine ganz grosse Nummer sein. Dann ist er so ein bisschen verliehen worden, macht so ein Odyssee, ein anderer Club. Bei Udinese offenbar keine gute Tore, das ist Quote, ist nur ausgeliehen. Ausgeliehen ist sowieso immer ganz heikel. Mhm. Sobald, wenn er wirklich gut ist, ist er sowieso wieder weg. Also, hoffen wir, hat vom Götze die Standhaftigkeit können mitnehmen. Und Frisur. Ich meine, das ist auch etwas, wo ja, das wird euch, euch interessieren, oder? Ist ein Profi. Ja. Aber erwartest du etwas von dem? Der Ski behaltet wahnsinnig viel von ihm. Es ist möglich, dass er eine gute Saison, dass er eine gute Falle macht. Aber wie gesagt, es ist schwierig, ist einfach bei ausgeliehenen Spielern. Wenn er gut ist, ist er wieder weg, weil dann holt den Stammverein zurück. Basel, eisernes Grundgesetz, keine Spieler auslehnen. Wo du nicht eine Option hast, damit hat sie nachher kannst kaufen. Hat aber mit finanziellen Möglichkeiten zu tun? Selbstverständlich. Und man kann mit viel Geld kann man auch viel kaputt machen. Also, das ist, mit Geld entsteht nicht immer nur Gutes. Mhm. Aber jetzt haben sie halt in Basel viele richtige Entscheidungen gefällt in den letzten Jahren. Das ist ein bisschen nebenbei gelaufen halt mit dem sportlichen Erfolg. Und auf einmal bist du auf dieser Welle oben. Und jetzt muss schon extrem viel schieflaufen. Würdest du sagen, in Bern haben sie viel negativ? Weißt du, wenn sie in Basel viele positive Entscheidungen getroffen haben, haben sie vielleicht bei Bern viele negative Entscheidungen absolut, muss man leider so sagen. Ich meine, wenn sie über, was haben sie ausgegeben für den Vilotic? 2,5, 3, 4 Millionen Franken von einem, der jetzt im September wieder kommt. Das ist ein guter Spieler, bei GC zeigt, was er kann. Aber irgendwie einfach jetzt Anpassungsschwierigkeiten. Auch die ganze Geschichte mit dem Gori habe ich sehr unglücklich gefunden, mit dem Vogo, super Talent, aber der hat Goal gekriegt im Frühling, wo du einfach nicht kriegen sollst. Hat auch dazu beitragen. Jetzt haben sie viele Verletzte, der Herr von Berg hat das Gesicht gebrochen. Und so weiter ist ein bisschen schwierig. Ist nicht einmal ein Mannschaftsviertel drauf? Hätte man offenbar lieber auf die Toilette statt aufs Mannschaftsviertel. Hätte er dünn viel ist natürlich auch, das ist für ihn das ist undankbar und ein bisschen blöd, weil es sind jetzt ja einige Leistungsträger, die bei IB nicht am Start wären. Und vor allem gerade wieder in der ersten Woche, die kommen alle im 1. August zurück und vielleicht ist schon der Zug schon wieder abgefahren. Vielleicht sind wieder andere Clubs vorne weg und dann wird es auch wieder schwierig. Dann hast du wieder Unruhe und dann kommt der Investor und sagt, vielleicht ein neuer Trainer und ach, irgendwie schwierig. Und dann das Ganze noch auf Kunststraße. Das machen sie auch nicht irgendwie glücklich. Aber der Transferkönig bei IBE ist eigentlich der Transfer zum Kunststraße. Aber nach dem Stürmer Josef Martinez, der den Club hat verlassen hat, neben Alexander Gent, der wieder verletzt ist, nach dem Matthias Wittgewes, der einen Kreuzbandriss sich zugezogen hat, hat der Sportchef Freddy Bickel gerade in der Offensive tätig werden. Und wenn wir schon von Spielern reden, die ausgelegt sind, der Adrian Nikci hat beim FC Zürich 117 Spiele gemacht, 12 Goal geschossen, ist dann zu Hannover, zu Thun ausgelegt worden und von Thun jetzt zu IB. Ja, 117 Spiele, 12 Goal. Guter Mann. Das ist einer, der bei IB könnte durchstarten. Also der könnte eine gute Falle machen, der hat das Element Schnelligkeit, das haben alle Trainer gerne. Bei Hannover hat er Pech gehabt mit seiner Krankheit. Das war nicht so eine lustige Geschichte. Aber jetzt traue ich dem zu, dass das ein Lebenselement ist. Aber könnte das eigentlich nur sein, weil er eben oder die Plattform hat, weil es eben sonst keine Leader gibt im Team? Ja, also Leader auszumachen in Bern extrem schwierig, muss man ganz klar sagen. Ich sehe sie nicht. Oder sind sie irgendwie im Krankenstand? Von Bergen wäre einer kaputt, Vilotic kaputt. Es ist ein unglückliches Sommerpause. Andere, die neu sind, gesperrt, oder? Bei den Ex-Clubs noch rote Karten hatten. Das ist wirklich Pech. Ich würde jetzt nicht auf Teufel komm raus völlig jetzt mal abschreiben. Es ist möglich, dass sie trotzdem so ein Vier-Effekt, Zusammenrücken. Genau. Wer weiß. So wie Brasilien nach dem Neymar-Unfall, zusammenrücken, oder? Kollektiv. Haben wir gesehen, woher das dann gibt es also das 1-7 am Samstag. Wo spielen sie in St. Gallen, oder? Auswärts in St. Gallen. Gut, schwierig. Nein, aber es ist ja. Also eine Saison ist ja kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Es ist nicht 100 Meter, es sind 42 Kilometer. Da darf man auch mal ein bisschen schwächeln und man kann mal sich über die Runde mogeln. Das macht der FCB auch jedes Jahr praktisch, oder? Von dem her, wollen wir es jetzt noch nicht ganz abschreiben. Jawohl, und es gibt ja noch andere 7 Teams, die man auch nicht abschreiben sollte. Zu denen kommen wir gerade in wenigen Augenblick. Zürich, es ist 28 Grad, ein wunderschöner Sommertag. Aber dennoch reden wir jetzt gerade über Eishockey in der Sportshow mit mir, Florence Schelling. Also
Also die drei Top-Teams, wie es der Marcel Rohr gerne sagt, neben Basel noch GC und Basel, Ibe, gesagt, die haben wir angeschaut. Die anderen sieben Teams waren natürlich auch nicht ganz untätig gewesen. Und wir haben nicht unbedingt den Königstransfer von diesen Teams herausgelesen, sondern den Namen, der für uns hat am meisten wie Bedeutung hatte. Schauen wir da mal rein. Und zwar haben wir beim FC Zürich den Sohn, der in der Wüste war. Der Wüstensohn, der Schiliappi, der zurückkommt. Der Schneuli von Thun zu Luzern. In Vorbereitung viel Goal geschossen. Der Bunyaku, Ex-Nazi-Spieler, geht zum FCSG. Der Carlitos kehrt zurück zum FC Sion. Der González von Aarau zu Thun. Ausgelegt von Ibe. Dann der Frank Felcher im ersten Spiel. Der Testphase schon wieder verletzt. Und der Ex-FCZ-Captain, Ex-FC Luzern. Profi der Florian Stöll geht zu Vaduz. Wenn wir zwei rausnehmen, Schiliappi bei Ibe, überragend gespielt, bei Basel näher gewesen, dann ist er in die Wüste, ist er auf Dubai, jetzt zurück beim FCZ. Das war eine Bombe. Ist ein sehr feingliedriger Spieler, einer, der einen Ballbesitzfußball hervorragend umsetzen kann. Das, was Thorsten Fink hat im 09, dann im 10 ist er dann gekommen. Ballbesitzfußball, eleganter Fußball. Aber ein bisschen viel quer, ein bisschen viel retour. Absolut. Und schießt halt nicht so viel Goal, aber er kann am FCZ durchaus helfen. Transfer-Gau finde ich der FC Ostschweiz. Albert Bunyaku, darf man glaub, sagen, auch für die Möglichkeiten, die sie haben. Ja, vorne wieder jetzt ein paar Optionen für den Trainer. Also, er hat nicht viel gehabt letztes Jahr, weil der Kavusevic noch kaputt war. Jetzt der Karanovic und so weiter, Bunyaku. Das könnte etwas geben. Innerliches Problem in der Verteidigung und mit dort. Das sind sie nicht so stark. Ja, wir mal schauen. Aber Bunyaku war auch lange verletzt, muss man sagen. Halbes Jahr kaputt gewesen. Ja. Gehen wir mal von den Einzelnen wieder ein bisschen zu den Teams. Wenn wir jetzt alle 10 anschauen, abgesehen von Basel und alles, was dort oben ist. Wer kann überraschen, wer könnte über sich herauswachsen in dieser Saison? Gute Frage. Ganz spontan Luzern. Basel. Nein, in der Champions League. Mhm. Sagen wir Luzern, da traue ich einfach dem Führungsteam zu, dass sie jetzt wieder eine junge Mannschaft haben, eine hungrige Mannschaft. Zum Beispiel Marco Schnöbli ist ein kleiner Königstransfer dort in der Zentralschweiz. Das ist ein Schnäuli, guter Spieler. Schnäuli wird viel Goal schießen. Der heisst Schnäuli auf Bernisch. Schnäuli, sagt man. Genau. Und das könnte sein, dass dort, die haben einen Trainer mit sehr viel Feuer, Bernecker, der macht das recht gut. Und vielleicht, wenn das noch ein bisschen mehr Drive reinkommt, wenn sich das ein bisschen alles findet, haben die Potenzial, zum Beispiel so, um die ersten zwei, drei ein bisschen ärgern dort vorne. Könnte aber auch das Pulverfass sein. Alpsteg, Bernecker, Alex Frey, viel Vergnügen, wenn es dort nicht unbedingt so läuft. Wir haben uns mal eine Tabelle zusammengestellt und auf sport.ch wird die Tabelle so erscheinen. Eine Prognose für uns, Marcel, wie die Spielzeit wird zu Ende gehen. Und zwar als Meister, wenig überraschend, legen wir uns mal fest auf den FC Basel. GC als Zweiter, IB als Dritter, Zürich, Luzern, St. Gallen, Sion, so ein bisschen Mittelfeld, Thun, Aarau und der Aufsteiger von Duz, weil er runtergeht. Kannst du mit dem anfreunden? Das wird mehr oder weniger die Rangliste sein, die dann auch in der Basel-Zeitung zu lesen ist. Als Saisonvorschau für die Noten. Das haben wir ja gemacht. Also laut dieser Tabelle habe ich jetzt gerade 50 Franken verloren. Aber mal ganz ehrlich, FC Vaduz hat schon mal probiert, auch in der höchsten Spielklasse. Es ist immer wieder ein Thema, wenn es so weit ist. Ist das hinterletzte oder sind eben die genau das Team, das man Nein, das ist hinterletzte. Das ist gut gesagt. Unter ferner Liefen. Das ist gar nicht. Das ist Kabis. Hinterletzte. Nein, die haben in der Superleague. Die haben gut geschafft in der Challenge League, aber das ist kein Club der Superleague. Nein, also da machen wir mehr das Dromedy fast. Stein und Langcode von GC. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht jetzt etwas, wo irgendwie alle Fans nachher eine Nacht lang nicht schlafen wegen dem, oder? Also nein, sorry, aber Dromedy ist einfach nur noch mit Sion vertreten. Das finde ich schade. Servet, Xamax, das sind grosse Vereine gewesen. Also Servet kommt wieder. An diesem Wochenende geht es auf jeden Fall los. Vor allem starten wir mit dem Zürcher Derby. Alle Spiele vom Wochenende natürlich gibt es bei uns im Live-Ticker auf sport.ch. Das sind die Begegnungen, die es eben gibt. Ja, ist eigentlich wirklich schön, was da auf einem wartet. Ich bin aber schon gespannt auf St. Gallen IB, wie das wird. Und Basel, ja. In Aarau. Ohne Fans. Mit einer gesperrten Kurve. Ohne Fans. Mal mit einer 0-3-Packung aus Sicht von FC Basel wieder zurück ins Rheinknie. Je nachdem. Why not? Warum ist alles möglich im Träume ist erlaubt. Back at home darfst auch du, Marcel. Ist leider schon vorbei, die Zeit, die wir hatten. Ist mega schön gewesen. Danke vielmals. Kommst sicher wieder mal. Oder ist das spätestens um den 50er abholen von dir. Absolut. Danke Marcel, danke vielmals. Herzlichen Dank, bist du da gewesen. Und wir reden jetzt hier weiter. Wir tun den Marcel Rohr auf der Satzbank und holen Florence Schelling zu uns. Bis gleich.
The Sports Show, presented by Samsung. Was mir wichtig ist: ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen. Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich Allianz versichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Looking quietly fits right in. Clever and loved by everyone. You could almost build your home around it. The new Samsung washing machine WW9000. Hey, wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support. The Sports Show, presented by Samsung. Mit dem Eishockey-Frauenteam hat sie in Sochi Bronzemedaille geholt. Sensationell. Sie ist MVP vom Turnier geworden. Und jetzt ist sie da bei uns im Studio, Flora Schelling. Hallo, schön, bist du da? Hallo. Danke. Hallo Flora, schau mal da die Medaille, die ich mir hier zurechtgelegt habe. Oder? Boah, ist die schon ein bisschen Schublade verschwunden eigentlich, oder? Nein, das noch nicht gerade, nein. Also sie ist daheim, ab und zu liegt sie im Gestell drin. Und sonst... Ui. Und schwer ist sie auch noch. Ja, 4'000 Leute haben die schon gefingert, du abgenutscht, abgeschleckt, du vollgesabbert. Sie immer wieder ein bisschen putzen. Aber ein bisschen Kratzer hat sie, ja? Ja, leider. Tut das ein bisschen weh? Ziemlich, ja. Gell, das ist wie ein Kratzer am Laptop oder am Handy oder so. Der erste. Der erste tut weh. Flora Schelling, das ist uns selbstverständlich ein Begriff. Logisch, wir sind Fachleute. Aber Flora, wir sind mal bei den Super League Clubs ein bisschen fragen und haben verschiedenste Protagonisten, zum Beispiel in Bern, gefragt, wer ist denn Flora Schelling? Also, ja, kenne ich übertrieben. Ich weiss einfach, wer sie ist. Sie hat also in Sochi war sie Goalie, oder, bei den Frauen Eishockey-Team. Da kennen sie eigentlich vom Fernsehen her. Ja. Kennst du Florence Schelling? Nein, habe ich nicht. Sagt ihr gar nicht? Nein, sorry. Ja gut, wer kennt Florence Schelling nicht? Spätestens nach den Olympischen Spielen kennt man sie ja. Sie ist Goalie der Frauen-Hockey-Nationalmannschaft. Ja. Der Uli Wohler, ein riesen Plodderi. Wer kennt Florence Schelling nicht mal ganz ehrlich? Der Uli, wenn du schon persönlich kennengelernt hast, hast du irgendwas um einen Güppli an, also jetzt nach den Olympischen Spielen, oder? Habe ich noch nie kennengelernt. Ah, okay. Dem glaube ich. Achtung, dem glaube ich. Dem glaube ich wirklich. Was mich ein bisschen belasten würde, wenn ich Flora Schelling wäre, ist, wenn der Schönste von IB, das Gott Sutter, nicht kennt. Das ist ein bisschen doof. Okay. Gefällt dir noch? Ich habe ihn auch nicht gekannt. Das Gott Sutter? 1-2-1. 1-2-1 souveräne Ausgleich. Aber ja, bleiben wir gerade dabei. Akzeptanz vom Eishockey, vom Frauen-Eishockey. Wie nimmst du das wahr? Wie erlebst du das eben auf der Straße, oder? Ja, also speziell gerade nach Sochi ist natürlich eine riesige
Rumult um uns herum. Es war natürlich sehr schön. Jetzt durch Fußball-WM und Sommerpause ist das natürlich ein bisschen ruhiger geworden um uns herum. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir dann im August, September wieder aufs Eis gehen und unsere Saison anfangen, dass man dort dann schon ein einen Unterschied merkt. Aber wie soll ich sagen, als Frau hast du immer noch so Leute, die sagen, oh, warum der Eishockey, warum bist du nicht geritten, warum hast du nicht Ballett gemacht oder so? Habe ich jetzt eigentlich zum Glück nie mehr gehört. Also es ist wirklich, aber du sagst, so zum Glück hat das Umdenken stattgefunden. Ja, sicher, weil ich glaube, speziell vor Sochi haben viele Leute leider nicht gewusst, dass es uns gibt. Und dann ist halt immer, wenn man mich gefragt hat, was ich sonst so mache, dann habe ich gesagt, Eishockey. Und dann, ah ja, Frauenspieler Eishockey. Aber Zuschauer, Cheerleaderin. Ja, also es ist dann wirklich so, ja, man hat es einfach nicht kennengelernt. Frau Eishockey wäre für mich auch noch etwas, weil... Darf man sagen, Floras, wie viele Siege hat er für eine Bronzemedaille im Olympischen Turnier? Das spielt keine Rolle. Wir haben die Spiele gewonnen, die wir haben müssen spielen. Ich würde sagen, also, was ganz für ein Phrasenschwein. Also, Effektivität hat einen Namen und das ist die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Aber der Entscheid, Hockeyspielerin zu werden, war ja nicht so schlecht gewesen, wenn man die Karrierestatistik von der Flora Schelling anschaut. Zumindest, wenn man dort die Olympia-Bronzemedaille hat. Also, nicht mal, du hast das bis jetzt nie bereut. Schau mal, sie hat sogar einen eigenen Weg bekommen. Das hat Scott Sutter zum Beispiel nicht. Hat er nicht. Aber wenn du die ganzen Sachen da siehst, jetzt nicht nur die sportliche Karriere, sondern eben auch nebendran die Ehrungen, die Wahrnehmung, die du kannst, würde es mich schon mal wundern. Das nimmt ja vielleicht ein bisschen ab, aber seit dem Triumph in Sochi, was ist so das Grösste, was du erlebt hast? Ein Event oder eine spezielle Einladung? Was ist dein Highlight, das dir das ermöglicht hat? Also, ja, vor heute. Das Highlight ist definitiv das, was wir vorher gesehen haben, das eingeblendet wurde, ist, einen Weg zu bekommen, nach mir benannt. Also, das ist wirklich... etwas, das nur ganz wenige haben. Und ich bin jetzt auch eine von den wenigen, die das hat, die das bekommen hat. Und das ist natürlich eine riesen Ehre. Gibt es Roger Federer-Straße? Gibt es nicht, oder? Da bin ich nicht sicher, ob ich ihn bekomme. Roger Federer-Allee Allee, ab und zu durch. Bei Florence. Es war mein Schulweg. Ach, grossartig. Ah. Also mein Schulweg ist nach mir benannt. Wir wissen, was auf dem Schulweg alles so passiert ist. Genau. Haben wir mal etwas gehabt? Ja, der gleiche Schulweg. Genau. Aber, nein, aber ist es etwas, was fast ein bisschen süchtig macht oder wo man auch vermissen könnte? Was man vielleicht wieder mal, nicht der Schulweg, nicht der Mann, aber vielleicht eben der Raum, der vielleicht ein bisschen vergessen geht, bis vielleicht wieder Olympische Spiele sind. Ja, das ist definitiv so. Ich meine, im Moment vor Sochi und auch sehr, sehr lange noch nach Sochi war das natürlich sehr schön gewesen. Ich hatte immer wieder Medienauftritte und dort eine Einladung und da mal irgendetwas machen. Es war sehr speziell gewesen und jetzt speziell durch die Fußball-WM hat das jetzt abgenommen. Und es ist eigentlich extrem schade. Also man merkt das schon, dass halt die Interesse jetzt halt wirklich nicht mehr im Eishockey ist, sondern ja, jetzt Fußball war. Wie fühlt man sich, wenn man die Auslosung vom Hockey Cup machen kann? So aus Glück gesehen, mit euch so sagen. Elitär, oder? Fakt. Ja, es war lustig. Hat Spass gemacht. Gut, du hast noch die ehrliche Antwort. So, wir wollen von euch wissen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Flora Schelling, das müssen wir vorab sagen, die ist die erste und einzige Frau bis jetzt, die einzige, oder, die das Nationalliga B Testspiele können machen. Was glaubt ihr, wird Flora Schelling in der National League A bestehen oder nein, ich glaube, man braucht eine spezielle Ausnahmeregelung, wenn man in Rennenland möchte spielen. Ist das immer noch so? Von dem wüsste ich jetzt nicht. Irgendwie ist das etwas kompliziert. Würdest du es zutrauen? In der Nazi ja nicht, nein. Nein? Aber ich meine, jetzt so ein epischer Beleg bei den Lakers. Würde man manchmal vielleicht sogar besser aussehen. Nein, warum würdest du es nicht zutrauen? Ja, es ist dann also schon noch... sehr ein Stück besser. Als weil es schneller ist, weil es härter ist. Tschüss, härter es ist Profi. Also es ist wirklich, man trainiert dann jeden Tag auf diesem höheren Niveau. Und so weiter. Ich weiss gar nicht, ob das körperlich für mich möglich wäre, auf so einem Niveau jeden Tag für eine ganze Saison können, zu trainieren und zu spielen und dann Top-Leistung können zu erbringen. Aber sind wir ehrlich, Position Goalie ist vielleicht auch ein bisschen das gewesen, weil man schon sagen kann, bei den Feldspielern ist der Niveauunterschied zwischen Frau und Mann natürlich immens. Und als Goalie ist man natürlich da eben schon, da ist er ein bisschen kleiner, oder? Ist das vielleicht schon das, dass man eben da weiter raufkommt? Oder warum hast du dich für die Position Goalie entschieden? Für die Position Goalie habe ich mich entschieden, als ich 4 war und mich meine Brüder daheim beim Hockeyspielen in der Garage ins Goal gestellt haben.
Man sagt, der Goalie ist nicht ganz putzt. Ist das im Hockey auch so? Nein, gar nicht. Nicht? Das sagt man im Fußball, der Goalie ist nicht ganz dicht. Im Handball sagt man es vor allem. Aber du bist Einzelsportler im Team, trainierst natürlich häufig ein bisschen gesondert von der Mannschaft. Und wie das aussieht, wenn man im Goal steht, das können wir uns mal anschauen. Floros, wenn du das da aus deiner Sicht kommentierst, das ist dein tägliches Brot eigentlich, oder? Ja, ziemlich. Ist jetzt musst du schauen, oder? Wenn einer mal dran kommt, dann geht es schon noch schnell. Ja, das ist so. Da haben wir eine Spielszene. Und das ist wirklich echt faszinierend, eine faszinierende Sache. Wenn du das siehst, du möchtest schon nicht draußen spielen. Hast du mal ab und zu zum Blaustoss probiert? Ich habe bei der GC-Organisation habe ich bis um 12 Uhr habe ich beides müssen machen. Also ich war Feldspielerin und Goalie, aber zum Spielverständnis offen oder nein, halt einfach ist, oder? Durch das, dass bei der Goalie-Position immer nur zwei pro Mannschaft hat, haben sie gesagt, ja, falls es dann mit 15 oder so dann einfach nicht mehr lange und ich keine Freude mehr habe am Törli machen, dass ich dann immerhin noch die Option hätte, was du gleich noch übersetzen oder so. Also. Wir haben eine Diskussion gehabt, Steff, du und ich, eben die Florence als Goalie, wie lange hat sie, um sich anzulegen? Ich muss sagen, du hast ein bisschen Vorteil, gell? Ein bisschen ja, du hast einfach brutal irgendwie in Kessel gerechnet. Ich habe einfach oder? Gleich 20 Minuten. Florence, ja, ich habe 20 Minuten. Jetzt haben wir 50er weg. Lassen wir mal die 50er, ich gehe bankrott. Florence, ich habe mir das nämlich so vorgestellt, komm, man hat doch Zeit und die Frau macht sich schön. Und nein, schminken tut ihr euch natürlich nicht vor dem Anlegen. Aber wie lange braucht das, um so eine Goalie-Ausrüstung? Also ich habe normalerweise etwa 10 Minuten. Ah, wirklich? Ja, ja gut, es geht natürlich. Wenn du behauptet, du musst pressieren, schaffst du es in 5-6 Minuten. Ja, das ist so. Ist das so? Yes. Und Frauen sind natürlich. Ich gratuliere. Frauen sind natürlich schneller als Männer, ist logisch. Oder? Beim Anlegen? Ja. Die haben ein Stück, das sie weniger anlegen müssen. Der Glöckler? Richtig. Gibt's? Den haben wir auch. Bei den Frauen gibt es sicher auch einen Glöckler, oder? Sicher? Ah, schau. Sicher sind sie wieder mit charmanten Mächeln. Heißt du Glöckler? Großartig. Heißt der Glöckler? Nein. Melönerler. Nein, komm, also Thema wechseln. Wahrscheinlich heisst er, der Unterleibschutz ist das. Wer schon mal hat erlebt. Weißt du, es ist. Eben, viel musst du nicht anlegen. Glöckler, dann Stülpen, Hosen, Brustpanzer, Leibli, Schoner. Schoner. Schlöf, Schoner. Schoner als letztes. Oder? Als zweitletztes? Nein. Bei mir kommt das ziemlich früh. Ehrlich? Wolltest du nicht mehr aufstehen? Nein, weil ich mich nicht runterbucken kann. Floras tut sich beim nächsten Besuch bei uns anlegen. So, genau. Reden wir über das Sommertraining. Das macht man manchmal in Hallen, wenn man viel Geld hat, wenn man viel Eiszeit zur Verfügung hat. Andere machen es auf Schnittbrettli. Machst du das Putzle? Nein, ich darf das mal zeigen. Das ist eine Hartplastik-Scheibe. Ich kann euch das mal herstellen. Vielleicht kann man das ein bisschen zeigen. So. Das ist so eine Hartplastikscheibe, die ein bisschen ölig ist. Und darauf soll man schlöfeln können, ohne dass man sie wässern. Also man merkt, wenn man mit den Fingern drüber geht, das rutscht recht gut. Ist es nur annähernd vergleichbar mit Eis? Das Synthetik-Eis? Das Synthetik-Eis ist zu einem gewissen Grad ähnlich wie das Eis. Das ist definitiv so. Ich kann mich als Goalie und auch als Feldspieler kann man sich sehr gut darauf bewegen. Man kann Schlittschuh fahren. Ich als Goalie kann meine Verschiebungen machen darauf. Ich kann auch rutschen. Es ist ganz klar, es rutscht niemals so gut, wie man das auf dem richtigen Eis hat. Aber durch das, dass das leicht ölig ist, rutscht man natürlich schon. Und je mehr man da drauf ist, umso öliger wird es, sprich, umso mehr rutscht man dann. Kann man von Vor- oder von Nachteilen reden? Man sieht dich da gerade in Aktion auf dem Synthetic Eis. Ja, was sind Vorteile? Was sind die Unterschiede? Eben, hast du schon gesagt, aber... Es ist für mich jetzt zum Beispiel schwieriger zum Verschieben, sprich, es ist härter. Mhm. Weil es halt nicht so flüssig läuft wie auf dem Eis. Und darum würde ich sagen, es ist zwar jetzt im Sommer härter, aber im Winter, wenn es dann aufs Eis geht, wird mir das helfen. Aber seit du verschieben, wenn du frisch geschliffen hast, wenn du Kantenfälle machst, überstellt es dich einfach. Ja, also es ist schon, dass der Schliff relativ schnell abgenützt ist. Mhm. Aber man kann ja eigentlich dann relativ oft die Schlittschuhe schleifen und dann ist das kein Problem. Dann geht nächste Wochenende in ein Trainingscamp, wo du genau auf so Eis werden trainieren. Das heisst, du bist relativ viel auf diesem Synthetik-Eis. Ja, wird dann mein viertes Mal sein, wo ich jetzt auf dem Synthetik-Eis trainiere. Und es macht Spass. Ich tue mir das auch im Kopf nicht. Also, es gibt Leute, die dann nicht umschalten können, die sagen, ja, nein, ich kann nur auf dem Eis. Das Synthetik-Eis, das ist nichts für mich.
Und ich lasse es gar nicht so weit kommen. Ich sehe das jetzt als Chance, um meine Bewegungen schon im Sommer zu perfektionieren. Also du gehst einfach mit den Schläfen irgendwo drauf, ob das Eis ist oder Plastik ist, ist relativ egal. Genau. Der neue Nazi-Trainer war auch bei uns in der Sendung, der Gianmarco Kramer. Ganz ein lustiger Vogel, wie wir ihn gefunden haben. Was hat sich verändert unter seiner Führung? Ist relativ schwierig, um jetzt schon etwas zu sagen, weil wir haben bis jetzt 3 Lager gehabt und in diesen 3 Lagern sind wir nie aufs Eis gegangen. Darum, ich glaube, er wird dann sich dort zuerst mal so richtig können beweisen, wenn wir dann aufs Eis gehen. Man merkt aber schon, dass er das Hockey-Know-how, das hat er einfach. Das merkt man ihm an, wenn man mit ihm redet. Und es ist unglaublich, was er uns alles beibringen kann. Und ich freue mich riesig darauf, dass wenn wir dann aufs Eis gehen, dass wir von ihm lernen können. Ja, da kommt einiges zusammen. Wie sieht es jetzt aus jetzt mit dem Ziel für die Zukunft? Wo will Florence Schelling hin? Ja, es gibt einerseits das Ziel, das ich mit der Nationalmannschaft her will. Dann gibt es das Ziel, das ich persönlich her will. Und dann natürlich noch das Ziel, das ich mit dem EAC Bülach her will. Und ich sage ganz klar, mit dem EAC Bülach will ich mal einen Schweizer Meister feiern. Für mich persönlich wäre vielleicht eventuell, wenn das möglich wäre, der Schritt in die Nazi B eine Möglichkeit. Und dann mit der Nationalmannschaft ist natürlich nächstes Jahr, wo wir die Weltmeisterschaft haben, uns eigentlich unsere Bronzemedaille können dort zu bestätigen. Und dann natürlich ganz weit weg, dann in 4 Jahren wieder die nächsten Olympischen Spiele können zu teilnehmen. Da schon wieder Daumen und wünscht viel Glück. Ja. Nazi B's Ziel, wir fragen, ist Nazi A möglich oder nicht? Was sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Trauen Sie der Florence Schelling zu, sich in der National League A festzukrauen auf Eis oder Synthetik? 71,3% sagen nein. Aber du sagst selber, du traust dir das nicht unbedingt zu, es geht etwas schneller. Also, wir haben ein extrem fachkundiges Publikum, merkst du das? Ja. Aber man muss es gleichzeitig so sagen. Nimm das Beispiel an mir, Florence. Oh, wenn alles gegen dich spricht, die 30%, lebe mit dir und geh auf dich. Nein, also, wir haben ja auch eine Medaille gewonnen. Aber du siehst es, die Medaille gewinnen ist eins, aber die Medaille bestätigen, das hat man bei der Herren-Nationalmannschaft gesehen. Nicht unbedingt das Team selber, sondern auch Zuschauerinnen und Zuschauer, respektive die Fans, die sagen, jetzt haben die Bronzemedaille geholt, das muss mindestens Silber sein, das nächste Mal. Also so einfach ist es gleich nicht. Ist, vor allem die Erwartungen sind jetzt natürlich da, weil früher haben wir an eine Weltmeisterschaft gehen und dort hat niemand gewusst, dass wir gerade an einer Weltmeisterschaft sind. Und ich glaube, durch Sochi wird jetzt in Zukunft schon der eine oder andere sich mehr für das Frauenhockey interessieren und sich dann auch wundern, was denn unsere Resultate sind. Und grosse Medaille, MVP, ehrlich müsstest du aufhören, oder? Aber ich gebe einfach den letzten Tipp, einfach guten Spielplan anschauen, welche 2 Spiele das muss gewinnen, das lange nicht, oder? Genau. Und auf dem 360-Play gibt es heute übrigens noch die Highlights von der heutigen Tour die France-Etappe, also da könnt ihr reinschalten, reinschauen, alles, was wichtig ist. Hallo ohne Fabian Cancellara. Du, der France gibt es ja auch noch. Übrigens, du, der France gibt es auch noch, oder? Contador ist ausgestiegen, der geht in ein Steak-Gewässer. Selfie machen schon Sportart? Selfie machen ist brutal in. Seid ihr parat? So? Grossartig. Selfie machen ist zumindest ist, seit dem WM-Titel von der Deutschen. Was ist die berühmteste Person, wo du ein Selfie gemacht hast bis jetzt, Florence? 21, 22. Die Top-Antwort wäre ich das gerade jetzt. Der Scott Sutter ist nicht. Nein, der bin ich nicht. Aber Florence, danke viel mal, bist du da. Hast du mir ein Hackbrettchen mitgebracht? Kann ich zum Tomatensalat? Die Medaille geht draußen gar nicht mehr anzulängen, sonst wird sie dreckig. Aber Florence tut sie den Putz, oder? Alles Gute, wünschen wir dir. Danke, gleichfalls. Hoffentlich bis bald. Und bis bald heisst es auch bei uns bei der Sportshow. Absolut, nächsten Mittwoch sind wir selbstverständlich wieder für euch da. Pünktlich einschalten am 7. Bis dann. Ciao, gute Woche. The Sports Show on Sportle HD, presented by Samsung Galaxy S5. Was mir wichtig ist, ein Team, das mich stark macht. Im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Genau wie im Leben. Dort zeigt sich das wahre Gesicht einer Mannschaft. Wirklich stark machen dich am Ende die, auf die man sich verlassen kann.
Deshalb wird meine Familie immer mein wichtigstes Team sein. Hoffentlich allianzversichert. Aus einem Stück hochwertigem Aluminium geformt. Mit Sorgfalt designt, bis ins kleinste Detail. Jede Funktion perfekt konzipiert. Das neue HTC One. Sieh es. Spür es. Wo gehst du laufen? Im Park. Okay, wenn ich mitkomme? Ja, klar. Run and Run mit Essex Muscle Support.